Hey, es geht, willkommen zurück. Ich habe ein bisschen weniger Haare auf dem Kopf. Und ja, ich weiß, sieht einfach nur toll aus. Ich bin ungefähr jetzt 10 Kilo leichter und das ist ziemlich krass. Und ich soll zu meinem Haus kommen. Was ist denn hier los? Hallo? Aha. Wie man kann mit einem Boot durch die Barriere durch. Oh, warum findet ihr immer solche Bugs raus, ihr Schlawiner? Kann ja wohl nicht wahr sein. Sonst noch irgendwas, hä? Was hast du mir sonst noch zu sagen, Luna? Thundermark Bed Wars. Das ist interessant. Das ist gut. Das können wir gebrauchen. Damit können wir bearbeiten. Dankeschön, Thunder. Ich weiß noch nicht genau, wofür diese Information jetzt wichtig war. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt tun soll, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir gehen heute mal tatsächlich die Bäume abfällen, von denen ich letztens gesprochen habe. Und gehen mal ganz kurz zum Spawn und schauen mal, dass wir den ein bisschen schön verschönern. Weil hier fehlt einfach was. Und außerdem habe ich das Gefühl, dass immer, wenn ich aufnehme, es irgendwie entweder regnet oder dunkel ist. Und das ist schon echt ein bisschen nervig. Ich muss auch, glaube ich, mal den Chat ausmachen, während ich aufnehme. Weil immer, wenn ich auf den Server komme, wollen immer 10.000 Leute gleichzeitig irgendwas von mir, dass ich irgendwas fixe und dass ich sonst irgendwas tue. Ich gucke mir das gerne an, aber nicht während ich aufnehme, weil das mich ein bisschen ablenkt. Oh Gott. So, hab ich alles? Jawohl. Okay, bam. Ich muss auch echt sagen, was ist denn hier los? Ach, was ist denn hier? Das ist ja cool. Ich finde das witzig. Ist das hier so gewachsen? Nee, ne? Okay. Was ist denn hier los? Kampffreie Zone. Aha. Unterstützt von Admiral. Ach, das ist ja abgefahren. Was ist denn hier los? Holy Jesus. Ach man, das ist so abgefahren, was die hier machen. Egal, die lassen wir heute nicht ablenken. Wir müssen wirklich jetzt erstmal produktiv sein und ein paar Bäume fällen, weil sonst kommen wir gar nicht mehr an Holz. Das wäre doof. Wir müssen auch mal ein paar neue Pflanzen. Ich habe hier einen Oak Sapling. Vielleicht kommen da ja noch mehr raus. Jawohl, geil. Immer mindestens mal so zwei nachpflanzen wie jeden Baum, den man abfällt, weil sonst wird es nix. Sonst ist die Welt irgendwann baumlos. Das wäre ziemlich uncool. Wenig Bäume sind nicht so nice. So, habe ich. Perfekt. So, und ich glaube, wir haben doch. Ach, wir haben ja auch den Item-Magneten. Den habe ich komplett vergessen. Ja, geil. Dann können wir uns. Da brauchen wir uns ja da gar keine Sorgen mehr machen, was das angeht. Sondern können einfach hier durchgehen und einfach die Items dann snacken. Perfekt. Gut. Und wenn hier irgendwelche Saplings runterfliegen, kann ich hier dann auch einfach graben. Genial. Ich habe ja in der Zwischenzeit tatsächlich, während ich jetzt zwischen den zwei Folgen ein bisschen Pause hatte, war ich ja zelten mit Ned. Und wir waren am See und haben da dann gezeltet, waren auch paddeln und so weiter und so fort. Das war richtig cool. Ich habe auch tatsächlich extra einen Kuchen dafür gebacken, musste dafür extra zu meinen Eltern fahren, damit es geheim ist. Und das war auf jeden Fall schon extrem abgefahren. Ich muss sagen, das ist eines der schönsten Sachen, die mir jemals passiert ist dieses Wochenende. Das war auf jeden Fall richtig toll. Und ich muss sagen, das ist auch einer der coolsten Vlogs überhaupt. Und wenn ihr da reinschauen wollt, könnt ihr das gerne machen. Das ist nämlich auf dem Schmoa-Kanal. Morgen kommt tatsächlich auch schon der zweite Part davon, weil das ist ein bisschen länger geworden. Das ist ein bisschen größeres Event gewesen, sage ich mal. Deswegen habe ich daraus mehr Parts gemacht, weil ich das so ausführlich wie möglich machen wollte, weil es einfach so viele coole Sachen passiert sind und so viele lustige Sachen, dass ich das alles festhalten wollte. Keine Ahnung. Generell könnt ihr gerne mal auf dem Schmoa-Kanal vorbeischauen. Wir haben jetzt, glaube ich, fast 300 Abonnenten schon. Das ist richtig abgefahren. Denn ich möchte da dann meine Vlogs und meine Gameplay-Sachen hochladen. Also wenn ich zum Beispiel mit ein paar Leuten Schmoverboard spielen will oder falls ich auch mal ein bisschen anderes Schminecraft spielen will als einfach nur Mapmaking, dann will ich das da machen. Und alles, was auf diesem Kanal hier passiert, das bleibt dann einfach Paint, No Gravity, Mapmaking, Pixel-Shooter, die ganzen Projekte, die ich sowieso schon vorhabe und nie zu Ende bekomme, die kommen hier nach und nach alle und werden auch nach und nach alle fertig gemacht. Genauso wie das auch mit allen anderen Sachen in Richtung Game Design passieren wird. Also ich werde dann auch wahrscheinlich, wenn ich irgendwann mal dann in Köln dann bin zum Beispiel und dann da weiter studiere, dass ich da dann anfange, wie Tutorials über Unity zu machen zum Beispiel oder über andere Dinge, die zum Beispiel mit Game Design zusammenhängen oder vielleicht auch einfach Erfahrungsberichte, wie das Studium ist, was man da macht und so weiter und so fort und was man mitbringen muss und wie man am besten ein gutes Level aufbaut und so ein Shit. Das sind so Sachen, die kommen alle hier. Und das sind alles Sachen, die würde ich dann auch gerne, würde ich so gerne Videos zu machen. Aber es gibt einfach auch so viele Dinge, die ich gerne tun würde, die nicht in das Schema reinpassen. Und dann fühle ich mich immer so, als ob ich entweder die eine Zielgruppe oder die andere Zielgruppe komplett verscheuchen würde, weil die Sachen nicht super gut zusammenpassen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal einen Cut. Und ja, ihr kennt mich wahrscheinlich schon ein bisschen länger, wenn ihr diese Videos hier schaut von mir. Ihr wisst, dass ich schon des Öfteren irgendwelche Kanäle einfach aufgemacht habe und die dann aufgegeben habe. Aber ich finde, dass das, was ich da mache, dass ich da einfach solche Vlogs hochladen kann, das ist etwas, was mich, keine Ahnung, das ist sowas, das ist das, was ich immer am liebsten auf YouTube gemacht habe. Das sind auch die Videos, die immer am coolsten waren, die bei euch immer am coolsten angekommen sind.
Aber es passt einfach nicht so gut zusammen. Weißt du, wenn mich ein Zuschauer kennenlernt über meine Vlogs und mich sympathisch findet und mich cool findet, dann macht er das. Aber dann sieht er auf einmal irgendwie wie 5 Parts Minecraft kommen und sich denkt, ja, ich finde den cool, aber ich schaue gar kein Minecraft mehr seit 5 Jahren nicht mehr, weil das Spiel schon 15 Jahre alt ist, gefühlt. Ich glaube schon so, auf jeden Fall über 10 Jahre. Und das ist natürlich komplett nachvollziehbar. Das kann ich natürlich auch nachvollziehen. Das wird mir genauso gehen. Ich gucke auch selber gar kein Minecraft mehr, außer eben ein paar Leute, die Mapmaking machen. Und für Leute, die von außerhalb kommen, ist es auch extrem schwierig, Mapmaking mit dem regulären Minecraft-Content, wie ich spiele eine Runde Bed Wars und schreie ein bisschen rum, das zu vergleichen. Das ist das, also, beziehungsweise die Sachen zu differenzieren, weil man sich... Oh Gott! Oh mein Gott, der steckt fest, lol. Hi! Danke für deine Shards. Was ist hier passiert? Und warum ist hier ein Drowned? Hallo? Ist hier eine Aquashard irgendwo gewesen? Ja, ich glaube schon. Hier ist, glaube ich, irgendwo ein Meteorit runtergeflogen. Ein Wassermeteorit. Weil sonst wären hier nicht irgendwelche Drowns. Hallo? Eieiei, hier noch mehr. Okay. So, nice. Die machen irgendwie... Irgendwie haben die wenig Leben. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Vielleicht sind die auch schon ein bisschen verbrannt, tatsächlich. So. Boah. Okay. Ein Glück, das lief auf jeden Fall schon mal ganz gut. Und wir versuchen mal den Baum hier noch abzubauen, beziehungsweise eigentlich habe ich gar keinen Bock, den Baum abzubauen, aber ich glaube, wir brauchen echt mal ein bisschen Holz. Wir pflanzen das einfach alles nach, dann wird da schon keiner sauer sein. Das ist ja eh sowieso mein Grundstück, also von daher. So. Ja, geil. Oh Leute, ich habe voll Bock. Ich weiß nicht. Ich habe halt richtig Bock auf No Gravity und ich habe auch genauso gut richtig Bock darauf, was Kreatives zu machen oder zum Beispiel mit Skate oder mit Victor oder auch vielleicht mit Nodop oder weiß nicht, mit so ganz vielen Leuten, mit denen ich halt auch so Kontakt habe, mit denen einfach was zu machen. Und ich finde, das Problem ist tatsächlich, dass ich wenig meinen Content mit anderen zusammen machen kann. Und das ist sowas, was ich bei YouTube eigentlich immer ganz cool gefunden habe, dass man da eben Sachen zusammen machen kann. Das Coolste für mich war die Community und die einzige Community, die ich habe, sind meine eigenen Zuschauer. Was natürlich extrem geil ist, aber ich hätte halt auch gerne mal Kontakt zu anderen YouTubern und was die, beziehungsweise nicht nur Kontakt zu anderen YouTubern, weil den habe ich ja, sondern ich würde gerne auch mit anderen YouTubern zusammen Content erstellen und dadurch was noch Cooleres machen und noch coolere Videos machen. Und das ist das, was ich einfach auf dem Schmoa-Kanal machen möchte. Wenn ihr da Bock habt, könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Da habe ich dann tatsächlich dann auch irgendwann meine Seiten auch neu, sobald die Vlogs da mal durch sind. Und das wird auch extrem gediehen. Keine Ahnung, und dann kann ich auch solche Videos machen wie das mit dem Pfand und diese Sachen wie Müsli kochen in 30 Sekunden oder sowas, was ich damals gemacht habe. Oder diese Sachen wie, wo Kevin einfach mitten in der Nacht mit einer Laterne austritt. Solche 3-Sekunden-Videos, weil das dann einfach ich bin. Ich muss mich dann überhaupt kein Schema halten oder sowas, sondern ich mache einfach nur das, worauf ich Bock habe. Und bei diesem Kanal hier habe ich halt das Gefühl, dass ich irgendwie meinen Zuschauern gegenüber verpflichtet bin, diesen Content weiterzuführen. Oder beziehungsweise, dass alle Leute dann irgendwann auch sagen würden, ja, langsam steige ich jetzt auch nicht mehr durch, was du da machst. Ich glaube, ich deabonniere dich mal. Also so, das ist dann so wahrscheinlich der Gedankengang. Also es gibt, ich gucke auch viele Leute dann irgendwann nicht mehr, weil die immer denselben Content bringen und ich dann irgendwann einfach rauswachse und so. Und ich finde, ich sollte mich dann vielleicht auch mal ein bisschen entwickeln. Aber das Problem bei meinem Channel ist halt wirklich, dass ich sowohl das eine als auch das andere gerne mag und ich einfach sagen will, ja, ich mache ab sofort kein Minecraft mehr und ab sofort nur noch Comedy oder sowas, sondern ich würde gerne beides machen. So, das ist das Problem. Das ist mein Struggle, den ich momentan habe. Und das Ding ist, ich glaube, ich kriege das hin, aber dafür brauche ich ein bisschen Support. Also, falls ihr Bock habt, könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen und ab 1000 Abonnenten darf ich, glaube ich, meine Videos monetarisieren. Hammer. Das heißt, wenn wir das hinbekommen, wäre das schon ganz gediegen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute mir schon noch aktiv zuschauen. Das können wir ja mal probieren, wenn ich mal einen neuen Neustart habe, dass ich dann einfach mal sehe, wer alles dabei ist. Die ganzen neuen Leute, die mich dann jetzt auch so als crazy Dude mit Bart und allem kennen. Nicht als kleiner Junge noch mit den langen Haaren, der bei Tube Clash mitgemacht hat. Sondern vielleicht der ein bisschen ältere schon. Ja, ich bin ja auch, also ich hab mich auch verändert ohne Ende. Oh Gott. Früher war ich schon ein bisschen crazy. Aber das Ding ist, eigentlich im Endeffekt bin ich gleich geblieben. Also ich bin immer noch so der Typ, der so ein bisschen crazy ist. Ich bin immer noch der Kerl, der gerne Minecraft Mapmaking macht. Aber ich sehe jetzt halt schon ein bisschen älter aus. Und ich gehe nicht mehr zur Schule. Hammer. Das ist alles schon ziemlich abgefahren. Und ich stream viel mehr. Streamen macht so Fun. Voll Bock, ich glaube, ich stream heute Abend auf jeden Fall nochmal. Das heißt, wenn ihr vorbeischauen wollt, werden einen Stream machen, wo wir einfach live dabei zuschauen, bis die Subs bei 1000 sind. Und bevor ich da jetzt nicht 1000 Subs habe, höre ich nicht auf. Nee, keine Ahnung.
Nee, das wird wahrscheinlich eine gar nicht mal so tolle Idee, weil dann alle immer deabonnieren kurz vorher. Kann ich ja niemals schlafen gehen. So, aber irgendwann muss der 24-Stunden-Stream auch gemacht werden. So, okay, perfekt. Gediegene Geschichte. So, noch ein paar Water Shards einsammeln, damit ich noch ein bisschen Leute heilen kann oder mich selber. Und dann rasieren wir hier noch den ganzen Berg kahl, würde ich sagen. Ich hab voll Bock. So, wenn wir endlich mal ein bisschen Holz haben. Ich muss mich voll abgewöhnen, die ganze Zeit immer Rechtsklick zu drücken, weil man jetzt ja die Holzblöcke so schälen kann. Also die Rinde abmachen kann. Das ist irgendwie weird. Aber ich finde es auch ein cooles Feature, wie viele neue Blöcke da dazu gekommen sind. Hätte ich die von Anfang an gehabt, sähe Paint heute ganz anders aus. Hätten wir wahrscheinlich fünf Variationen gehabt von den ganzen Blöcken. So, was ja im Endeffekt tatsächlich keinen Unterschied in der Performance macht, weil wir ja jetzt diese Block-Tags haben. Super geile Geschichte. So, Paint ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich niemals im Leben aufhören würde, solche Videos zu bringen. Oder No Gravity auch. Weil das einfach, keine Ahnung, das macht so einen Fun. Und so viele Leute haben so viel Spaß daran. Ich habe ja immer noch, guck mal, jetzt sind gerade auch wieder 10.000 Leute auf dem Server. Was heißt 10.000 Leute? 4 Leute auf dem Server. Obwohl das noch auf der alten Minecraft-Version ist und wir, weiß ich nicht, wie viel Uhr haben. So, das ist schon ganz geil. Also, das ist schon ganz geil. Das macht mich auch ein bisschen happy, dass hier auch voll Leute so voll abgehen. Und ich muss euch gleich mal, irgendwann mal zeige ich euch mal den krassen Weltenbaum im Nether, weil die sind da am Abgehen ohne Ende. Die machen richtige Community-Projekte und die organisieren sich alle untereinander. Ist crazy. Ihr seid crazy, Leute. Sage ich mal die, aber eigentlich seid ihr das ja, ne? Ihr, die das Video hier zuschaut, seid ja auch hier maßlos mit dran beteiligt, ihr kleinen Schlawiner. So. Das sind das viele Saplings. Geil. Was sind das viele Blumen? Holy shit. Voll sweet. Ich habe auch irgendwie überlegt, ob ich mehr Blumengeneration oder sowas machen soll. Ich weiß ja nicht genau, wie ich das umsetzen soll. Mal gucken. Muss ich mal alles noch schauen, wie ich das mache. Generell mit den Bäumen, wie ich das hier alles umsetze. Oh Gott, es sind so viele Fragen. Und ich weiß auch gar nicht, was wir mit unserem Haus anstellen. Ich würde nämlich gerne noch eine zweite Hütte haben. Eine, die wir von Grund auf mal bauen im Video. Das finde ich noch ganz nice. Aber das ist einfach nur so eine der Dinge, die ich unbedingt gerne machen würde in No Gravity. So. Ich fand übrigens tatsächlich, dass No Gravity damals, also No Gravity 1, der Singleplayer-Versuch mit Command-Blöcken noch, weil es noch keine Functions gab. Oh Gott. Der hat mich echt inspiriert. Den fand ich so cool. Habe ich irgendwie eine. Ne, ich habe keine. Oh, ich habe eine Erdschale, oder mal. Zack. Kletter ich mal ganz kurz an die Wand hoch. So. Der hat mich, also, das, keine Ahnung. No Gravity 1 hat mich so happy gemacht. Das war so ein schönes Let's Play. Das war einfach so ein richtig atmosphärisches Ding. Und da bin ich jetzt gerade noch. So, okay. Habe ich noch ein Dings hinter mir gehabt. Noch ein Schalker. Da habe ich echt Fun gehabt. Keine Ahnung. Als ich dann irgendwann Leute dazu gehabt, geholt habe, hat es dann auch irgendwann geleckt, weil Command-Blöcke halt wirklich nicht so performant sind. Und irgendwann hat es dann nicht mehr funktioniert, beziehungsweise irgendwann war es dann einfach zu viel für die Welt mit den ganzen Command-Blöcken. Mittlerweile kannst du ja viel mehr Scheiße anstellen, ne? Auch mit der 1.13 und den ganzen neuen Commands, das ist schon abgefahren. So, ich finde es eigentlich voll schade, dass die ganzen Updates für Command-Blöcke dann kommen, wenn eigentlich die meisten schon abgesprungen sind und gesagt haben, nee, komm, ich lerne lieber Java oder nee, komm, ich mache was anderes mit meiner Freizeit als Minecraft-Map-Making, weil das kriegt eh keine Aufmerksamkeit oder so. Das ist schon ein bisschen doof. Wobei es ja immer noch YouTuber gibt, die das gerne vorstellen, so Leute wie Lock.zip oder so. Da kannst du schon auf jeden Fall Bekanntheit erreichen. Vorausgesetzt, man macht halt englische Videos. Weil es sehr, sehr wenig Deutsche gibt, die Sachen so noch vorstellen. So. Das ist schon ziemlich tragisch. So. Zack. 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 Aber ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Was haltet ihr davon, dass ich einen Zweitkanal schon wieder aufmache? Findet ihr, dass ich das diesmal schaffen werde? Ich habe es euch ja versprochen. Aber was das heißt, das weiß ich auch nicht so genau bei mir. So. Sagt mir einfach mal Bescheid. Ich weiß nicht. Also ich will da ganz offen sein. Ich kann mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen. Und tatsächlich ist Victor derjenige, der mich mega inspiriert hat mit seinem Vic-Kanal. Weil ich finde das so geil. Das ist so das, was ich irgendwie mitbekommen habe. Das ist genau dasselbe Schema. Der macht seit Jahren dasselbe. Und der hat sich zwar auch darin hingegen weiterentwickelt. Also zum Beispiel diese ganzen, dieser ganze Stuff, den er dann später mit Tony und Nia gemacht hat, das war nochmal um Welten besser als das, was er dazwischendurch gemacht hat, diesen Lifestyle-Shit. War ich echt ein bisschen enttäuscht, so. Weil ich die gedacht habe, also ich war nicht enttäuscht, ich habe einfach noch nicht mehr zugeschaut dann irgendwann. Ich war einfach desinteressiert, sag ich mal. Aber dann, als er dann wieder angefangen hat, richtig coole Sketches mit Tony und Nia zu machen, das fand ich richtig geil. Wobei das dann logischerweise auch irgendwann wieder ins selbe Muster zurückgefallen ist. Du musstest die ganze Zeit krampfhaft versuchen, irgendwie zu festen Terminen lustig zu sein, die festen Formate zu nehmen und jetzt
Jetzt macht er, was er will. Jetzt macht Victor, jetzt zockt er Mario Odyssey im Livestream, schneidet es zusammen und es ist ein super witziges Video. Und das finde ich einfach richtig gut. Das ist etwas, was ich extrem, extrem lobenswert finde. So. Und ich finde, das ist die richtige Herangehensweise für YouTube. Einfach tatsächlich, auch wenn alles davon abhängt, wenn du dein Leben damit finanzierst, trotzdem so ein Risiko einzugehen, um dann eben was Kreatives und das zu machen, was dich erfüllt. Das ist auf jeden Fall riesiger Respekt auf jeden Fall an Victor. Das ist an Vic, das ist einfach richtig krass. Also das finde ich richtig gut. 10 von 10. So, ich nehme mal nochmal die nächste Earthshard und hüpfe nochmal hoch. Wobei, ich habe hier, glaube ich, sogar noch eine, oder? Nee, die habe ich abgemacht. Ah, ich wollte hier irgendwas hinbauen. Genau, das war ja das. Geil. Kann man eigentlich auch echt mal langsam machen. Ich habe generell das Gefühl, dass hier viel zu wenig passiert am Spawn. Ich muss mal ein bisschen mehr bauen. Und vor allem auch mal ein bisschen mehr farmen. Ich muss generell mal ein bisschen mehr zocken. Ich muss auch mal ein bisschen mehr Offscreen zocken. Müsst ihr auch nicht alles mitbekommen. Oder könnt ihr auch mal gerne abstimmen. Wollt ihr mehr sehen, wie ich langweiligen Stuff mache? Oder soll ich eher einfach den Farming-Kram irgendwie offline machen, auch wenn was Lustiges passieren könnte und ihr das verpassen würdet. Könnt mir gerne Bescheid sagen. Bei den Vlogs wolltet ihr das ja so oft ausführlich wie möglich haben. Habe ich extra nachgefragt. Wollt ihr das wirklich sehen alles oder soll ich einfach die spannendsten Sachen nehmen? Aber so wie ich es jetzt gemacht habe, bin ich, glaube ich, auch viel glücklicher. Weil ich finde Vlogs sind für mich wie so eine Art, keine Ahnung, so ein richtig wertvolles Stück Erinnerung. Weil ich mich nicht nur einfach nur daran erinnern kann, sondern es wirklich exakt so zusammenschneiden kann, die Bilder dann noch vor Augen habe und mir dann dazu noch denken kann, was eigentlich alles noch hinter der Kamera passiert ist. Was natürlich dann auch für mich besonders schön ist. So, und auch für Ned und so, wenn die dann halt mit dabei waren. Und das ist halt, keine Ahnung, das ist schon ganz cool. Das ist etwas für mich, was ich so nicht ersetzen könnte, glaube ich. Das ist einfach eine richtig coole Sache. Wie macht man denn diese Chisel? Warte mal, die macht man aus Slabs, ne? Ich finde es auch so bescheuert, dass man nicht einfach sowas machen kann und daraus dann diese Runden machen kann. Das wäre eigentlich für mich so die perfekte. Warum mache ich eigentlich immer 10.000 Crafting Table? Mann! So, warte mal. Ich bin auch dafür, dass wir solche Folgen nochmal ein bisschen länger machen. Wenn ich schon noch Gravity bringe, dann kann ich auch mal ein bisschen ausrasten mit der Folgenlänge. Weil. Warum nicht? Ich habe ja Zeit. Generell sollte ich auch mal gucken, wie ich das jetzt mit den Folgen mache. Ob ich die ultra aufwendig schneide oder ob ich tatsächlich einfach mehr rede. Aber da könnt ihr gerne auch einfach reinhauen, wie ihr Bock habt. Ob ihr lieber was Kurzes... Was mache ich eigentlich schon wieder? Was wollte ich gerade tun? Mein Hirn hat wieder abgeschaltet, ne? Mann! So ein Mist aber auch. Ich wollte irgendwas dahin bauen. Ach, ich wollte die dummen Steine da bauen. Da, das wollte ich machen. Seht ihr, das Crafting-Rezept ist so unintuitiv, dass ich davon einfach, dass ich da so desinteressiert war, das weiterzumachen. So, weil ich mit dem Kopf schon wieder komplett woanders war, wie ich das Rezept in Minecraft dann selber besser einbauen würde. So, okay, perfekt. Das ist doch schon mal gut. Und dann können wir dann hier nochmal irgendwie reingehen. Ich bin auch übelst am Schwitzen, weil hier sau warm drin ist. Aber das Ding ist, wenn ich das Fenster aufmache, dann hört mich die ganze Straße. Und das ist mir ein bisschen peinlich. Das ist schlimm. So, außerdem habe ich dieses ultra helle Licht von meiner Nase, was auch doch relativ warm wird tatsächlich. Hey. Crazy Geschichte. So. Das sieht schon mal auf jeden Fall ein bisschen besser aus. Ich würde hier vielleicht noch, keine Ahnung, irgendwas... Ich weiß nicht, wie ich das am besten umsetzen soll tatsächlich. Wir lassen es erstmal so. Und vielleicht mache ich hier noch solche Dinger hin. Und die dann auch wirklich so durchgehend. So. Zack, was ich übrigens auch cool fände, wenn man mit Steuerung oder Shift-Mittel klickt, dann automatisch das Tool auswählt, mit dem man das abbaut. Weil momentan kann man ja Mittelklick machen beispielsweise. Ich habe das Item jetzt nicht in der Hand. Und wenn ich dann Mittelklick habe, ach, ist das hier Spruce? Ah, und ich habe noch Dark Oak. Was ist das hier? Dark Oak, und das ist Spruce. Okay, dann kann ich den Spruce wieder abbauen. Verdammt. So, Dark Oak kommt dann da rein. Okay. Das Coole wäre halt wirklich, wenn man automatisch dann das Tool in die Hand bekommt, mit dem man abbauen kann. Das gibt es ja auch als Mods und sowas. Und ich finde tatsächlich, dass sie die meisten coolen Inventory-Sortierungs- und Organisations-Mods schon drin haben. Warum sollten sie dann irgendwann aufhören? Ich finde generell, warum sollten sie bei generell irgendwas aufhören? Was findet ihr eigentlich, was das nächste coole Minecraft-Update sein sollte? Lass uns da mal nächste Folge drüber sprechen, was cool wäre für die 1.14. Und dann sehen wir uns... beim nächsten Mal in der Gravity. Bis dann, Leute. Haut rein. Warte. Haut rein. Ciao.